man für gut Geld verkaufen, deswegen konnte ich mir auch für uns beide eben diese Kenne Zop kaufen. So, jetzt so wie ich gucke, so geradeaus müssen wir, dann kommen wir zur Safe Zone. Okay. Versuchen wir es mal. Guck mal, da vorne blinkt was ganz Großes, ein Wohnwagen. Ja, da bin ich, glaube Da ich, läuft eben die auch mit Schüssel Shooter durch. gewesen. Also eben konnten wir einen Wohnwagen einfach so aufmachen. Okay, nice. Oh ja, Code E zu Search, okay. Jo, da Oh, guck kam mal, was. hier war einiges drin. Shotgun Frame, das könntest du doch brauchen, Ja, und Shotgun Shotgun Ammo. Frame, das hört sich gut an. Oder warte mal, das ist eine abgesägte Schrotflinte, so wie das aussieht. Warte, ich teste mal. Ne, kann ich nur droppen. Also ich kann es nicht anbringen. Ja, das ist bei meinem 45er Barrel, also die für meine USP für OMP 45 hier, kann ich auch Ja. nur Drop machen. Ich weiß Okay. selber nicht, wofür man die. So, gehen wir noch Ich habe hier auch richtig. noch ein Visier, habe ich noch von Shooter, kann ich auch irgendwie nicht verwenden, auch nur droppen. Müssen gleich ein bisschen links rennen. Genau, so Ich wie. gucke selber mal kurz. Also, Waffen könnt ihr craften in der Safe Zone. Habt ihr sicher Ja. schon gesehen? Ja. Craft Weapons und so Ja. weiter. Ah, Battle Axe. Okay. Okay, jetzt muss ich auch noch Aber eine Wohnung wie aufmachen. sieht's aus, wenn wir einen Spieler sehen? Töten, 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 wie töten. gesagt. Sonst killt ihr euch. Die haben nämlich Okay. eben das Problem, haben wir ja gesehen an der Safe Zone, ne? Wir wollten rausgehen und wurden direkt von zigtausend Ja. Leuten verfolgt. Ah, oh, wir müssen. Warte Da mal. schießt einer. Pass auf, das ist ein großes Vieh. Lass es hier lang weiter lang gehen. Ja, ich hab's gerade gesehen. Shit, also ich habe den Sound ein bisschen leiser gemacht, weil wenn ich ein bisschen lauter mache, dann ist er bei mir schon viel zu laut. Scheiße, hier Warte, können wir kommen nicht wir hier lang, hoch? wa? Nee. Ich habe auch ein Spieler von mir. Ja, ich schätze hier, wir müssen an dem Viech irgendwie näher vorbei, weil hier kommen wir nicht durch. Fuck. Siehst du? Oh, guck mal, da ist ein Viech vom Zaun, das kommt zu uns. Okay, ja, das war's. Schieß mich hier. Okay, ich komme wieder zu euch runter. Also, Okay, ich ich mache versuche jetzt so auf gut es jeden geht zu Fall looten. Last View Outpost. Mache ich mich Das jetzt auf den Scheiße! Weg. Von wo denn? Bin auch jetzt tot. Ja, bin auch tot. Na Scheiße. Fahre mal, Okay. ist mir eben schon mal irgendwie in den Sinn gekommen. Du hattest doch mal gesagt, du wolltest deine ganzen Spins aus Infestation nochmal looten, ne? Ja, habe ich ja schon. Die habe ich leer gemacht schon. Ach so, und auch schon abgebaut. Ja, der Server ist ja komplett dicht. Der, Achso, habe ja, ich auch nicht mehr stand ja auch verlängert private. gehabt. Ganz vergessen. Ja, weil ja letztens irgendwie, das war bei mir so, die hatten jetzt gemacht, dass man Spins noch nicht mal hacken kann. Also man, die hatten es ja vorher schon mal schwerer gemacht. Früher konnte man ja nur Zahlen als Dingsbums nehmen, dann konnte man noch Buchstaben und jetzt können einfach nur die Leute dran, denen der Spin wirklich gehört. Ja, Und das richtig. Dumme ist, mein Kumpel, der nicht mehr Infestation spielt, und der hatte eben den Spin aufgestellt. Und wie gesagt, der spielt nicht mehr. Und konnte ich es knicken, ich konnte nicht mehr an den Spind dran, alle meine Sachen waren da drin. Oder ich hatte auch noch mehrere Spins, die zu unserem Clan gehörten, die hatte ich mit meinem alten Account aufgestellt, der gebannt war. War bis dato kein Problem, aber dann ist das dazu gekommen, dass nur der Typ, der den Spind aufgestellt hat, In der mit Selbstsucht unserem sind Clan quatscht. Monster. Ja? Main-Menü. Hello, my friend. Oh Gott, das war nichts Gutes, jetzt lädt das wieder. Friendly, Nein. friendly. Jetzt bin ich gleich Die tot. Tür? Warum lädt denn das immer so lange? Was ist das denn? Okay, der scheint Oh, auch wie feindlich viele zu sein. Monster hier sind. Ja, kommt immer mehr, genau. Hello, friend. I'm friendly. I drop my weapon. Come on, drop your weapon too. Ja, die Frage ist, was wollen wir jetzt Bin spielen? tot. Weiter Never, weil. Ah. Scheiße, Mann. Es ist alles, die ganze Selbstsucht ist überrannt. Dann warst du es wahrscheinlich in der Safe Zone, die Under Attack war, ne? Ja, ich kann ja in keiner anderen joinen. Ah, geile Scheiße. 6 Packets muss man delivern.
Ah, also überbringen. Ich glaube, die mussten nur von einem Outpost zum anderen transportieren. Glaub ich zumindest. Ja, mein ich ja. Das sind diese Courier Packages, ne? Ja, genau. Das sagt ja auch irgendwie schon Scheiße. Der Name, dass man Kurierpakete, also. Ah, First Aid Kit. Ja. Was wollen wir jetzt spielen? Infestation oder weiter Nether? Weil irgendwie sterben wir nur die ganze Zeit. Ich würde gerne mal ein bisschen hier in Nether kurz versuchen. Zumindest noch mal kurz ein bisschen umschauen. Also ich habe da kein Problem, ich habe Zeit. Hallo. Ah, fuck, ey. Press B to use in-game voice chat. Kinderwagen stehen hier rum. Da hinten laufen voll viele Monsters, kann ich vergessen, da komme ich nicht raus. Don't be afraid, they don't will hurt you. Painpills. Oh, super. Ich bin jetzt raus aus der Safe-Zone. Soll ich den Typ killen oder soll ich ihn laufen lassen? Killen. Keine okay. Ahnung, wenn er dir Pillen noch gibt. Nö. Ja, die Sache ist, man, wer weiß, ob du ihm vertrauen kannst. Wenn du ihn jetzt nicht killst, killt er dich. Na, höchstwahrscheinlich vielleicht. Er hat scheinbar nicht mal eine. Da ist eine Schusswaffe, hat keine dabei. Sonst hätte sie. Ja, gehabt. Okay, ja. Warte mal kurz. Hey guy, come on, I will trade with you. Aber wenn er dich nicht von Anfang an getötet hat, dann würde ich sagen, es ist unwahrscheinlich, dass er dich danach noch killen will. Ja. Er hat nur eine grüne Flasche in der Hand. Wieder Messer noch gar nichts. Okay, warte, ich bin mal ganz kurz weg. Kurz pissen. Bis gleich. Nein, so ein Spieler bin ich nicht. Ich lasse ihn leben. Was, wo bin ich denn? Das ist Watch mit Serverseiten hier unterwegs. Du kannst direkt joinen, per, wenn du auf meinen Namen klickst. Hier auf einen unserer Namen und einfach dazu. Der Server wird irgendwie nicht angezeigt hier, oder? Ne, leider nicht. Warte mal, Social vielleicht, oder? Die auch nicht da drin. Ja, Charakter, Maps, Items. Was ist denn das immer für ein Nebel, der da hinten ist? Geht's auf die Eisenbahnschienen? Ich höre irgendwo was, ich weiß aber nicht wo. Wo bist du drum jetzt? Ich bin hier auf den Eisenbahnschienen und zwar unten Lakeside Downtown, die Eisenbahnschienen. And food. Lakeside. Ah, da unten, okay. Wir sind ganz, ganz woanders. Genau auf der anderen Seite der Karte. Toll. Fickvieh. Verreck doch einfach. So, ich bin gespawnt. Und wo? Wo bist du am Start? Keine Ahnung, wo sehe ich das? Auf der Karte. Was hast du ausgesucht? Hast du Safe Zone Spawn ausgewählt oder einfach Town? Safe Zone, ja. Ja, dann musst du wahrscheinlich in der großen Safe Zone sein. Safe, Lakeside Heaven. Ja, genau. Du bist in der Nähe vom Rumiert. Ich bin. Die auf der Karte sehen. Okay, I'm back. BB, Lakeside Downtown, auf diesen Schienen bin ich. Rechts davon. Warte, kann ich dich irgendwie einladen? Ja, kannst du. Mit E, Social. Und dann, also ein bisschen erinnern an das Ding. Da ist er doch. Ach, der ist doch drinne. Nein, bei mir nicht. Hä? Wie kann ich jetzt die Anladung annehmen?
Da musst du. Alex, wie bist du eben gejoint? Wie hast du das gemacht? Achso, Accept. Wir sind jetzt, bist du, genau. Accept. Statt, genau. Jetzt drück mal M, Karte. Dann siehst du mich hier auf der Karte. Achso. Und ich sehe euch zwei auch. Einmal Robert und einmal Vincent. Ich sehe keinen von euch auf der Karte, warum nicht? Na doch, Vincent ist ein. Ah doch, da ist. Und ich bin ganz links bei der Karte. Ganz links. Okay. Ach du Scheiße. Ich komm dann auch mal wieder. Okay. Also ich sehe gar keinen auf der Karte. Es ist so ein schwarzes quasi wie. Wie so kleine Sprechblasen. Ach, da, jetzt. Genau, schwarze Sprechblasen. Aber dich sehe ich nicht. Ich bin ganz, ganz links, ganz links auf der Karte. Am Arsch der Welt. Wirklich am Arsch der Welt. Oh, hier ist eine Kiste. Ich weiß es nicht, ich habe eine Kiste gefunden. Bitte, bitte lass was drin sein, was Gutes. Wir sehen Feind am Start. 9mm Ammo. Ja toll, ich will Fressen finden oder irgendwie Heals. Moment, hast du mir eben noch meine UMP5... Ah ne, du bist gestorben, ne? Ja, ich bin genau verreckt. Ja, Mist. Ah, die hatte eh nur Schuss, das ist nicht schlimm darum. Ich weiß zwar nicht, wie das mit der Munition so abläuft, aber ich schätze, eine Waffe mit 0 Schuss ist jetzt nicht mehr so. Nicht wirklich. Super. So, mal kurz Auskunft, wo seid ihr? Tritt einfach unsere Gruppe bei. Und. Moment. Sehen wir uns. Misty, wie heißt du? Ja, warte, ich hab einfach Accept. Okay. Dann bleib ich kurz hier stehen, bin auch mal kurz AFK. Wie Accept ich denn? Ach so, Romert, Accept, okay. Also, das ist Join Your Group, okay. Zum Licht auf der Karte mit M. Und. Ah, du bist auch in der Safe Zone. Ihr seid alle in der Gegend. Boah, komm ich da lieben rüber? Glaube ich weniger. Gott, wie viele Viecher sind denn da unten? Okay. Komme ich mal zum Vincent rüber, der ist jetzt am nächsten bei mir. Na, ich klopfe jetzt Richtung Paddy. Wo ist denn das? Ach gut, dann gehe ich da mal auch hin. Muss ich nur gucken, ich bin auf irgendeinem hohen Haus gespawnt, weiß nicht, wie ich da runterkomme. Springen will ich jetzt auch nicht. Ja, ich gehe normalerweise. Ach gut. Über Feuerwehrleitern runter hauptsächlich eigentlich. Ja, bin ich auch gerade, ich bin unten. Muss ich nur gucken. Sind schon wieder diese Courier Packages, also ich frag mich echt, was die. Na, immer mitnehmen. Achso, hier vorne komme ich raus, gut. Dann kriegen wir den Respawn Timer von Nether. So. Ich stirb schon wieder fast. Oder? Warte mal. Das ist gleich bei mir, wie ich sehe. Und ich laufe hier wie so ein Mongo-Mödeln durch die Gegend. Scheiße, das ist ein Flugvieh. Kann ich nicht lang. Fuck. Bei Militärfahrzeugen auch irgendwie was liegt? Ja, das sind die Kisten. Ja, unbedingt. Genau, Militärfahrzeuge findest du oftmals Sturmgewehre und Munition. Das war da, wo ich dir eben die Pistolenmunition erklärt habe. Das Problem ist, selten ist so ein Flattervieh. Monster-Aufgabe, jetzt versuche ich zu euch zu kommen.
Ja, also die Flatterviecher, diese Irgendwie. Dinger, da musst du echt vor aufpassen, die sind echt fies. Und die kriegst du nur mit Waffen down, also mit Schusswaffen. Und das kannst du knicken. Oh Gott, jetzt habe ich hier Shotgun-Ammo gefunden, aber keine Shotgun. Na super. Ich frag mich immer noch, wo. Not enough keys to unlock. Okay. Ach Vincent, du so, man müsstest braucht mich da gleich auch. eigentlich sehen. Ja, ich bin hier oben auf der Schiene, wo du langläufst, unten oder Ja, oben? warte, ich komme jetzt wieder hoch. Ich bin an der Bahnhaltestelle, bin ich vorbei, noch ein Stück weiter. Und dann ist so ein Flattervieh. Und das Flattervieh, das können wir vergessen. Oh, hier ist jemand gestorben. Backpack durchsuchen. Ich komme jetzt auf dich zu. Also der gleich auf dich zukommt, müsste ich sein. Oh, Warte mal, hier sind sogar bin mehrere gerade Leute runter, weil hier gestorben. leuchtet so ein Auto Ach so, okay. so hell vor sich rum. Weiß irgendjemand von euch, was 45er APC oder ACP Munition ist? Ja, 5,45er Automatik Colt-Pistole, also Kaliber 45er Munition. Für die, denke ich mal, also Ja, für weiß Colt 45er, aber. ich. Weiß ich auch, weil dahinter noch ACP steht. Genau. So. Habe ich auch Aber. irgendwo ein Inventar, was ich mir angucken kann, oder? Auf I, Ja, auf I. I. I für Inventar. Oder Inventory, wenn man so will. Okay, jetzt wird's auf einmal wieder hell. Was ist jetzt los? Ja, irgendwie. Ah, Da der ist hat der mich Vincent. dann. Da bist du doch. Guck mal, da unten läufst du doch. Ich bin hier oben. Ah, da oben bist du. Ja, cool, dass man das, dass das so angezeigt wird. Irgendwo kommt gleich Also ein seht ihr Vieh. euch in der Nähe, oder wie? Ja, Ich laufe ich sehe wie irgend so Vincent. ein blinder Möhling. Ah, super. Irgendwo kommt Passt einer. doch. Ja, Da da. ballert einer. Oh, da ballert einer. Pass auf. Wo? Vom Dach da hinten. Kann Auf man sich euch? ducken? Ach, mit C, alle klar. Ich komme runter Wird zu auf dir. euch geschossen oder einfach Nee, nur nee, auf auf ein Vincent? Monster. Der ist da hinten auf dem Dach. Ach Lass uns so. mal hier zurückgehen. Lass uns mal Richtung Bus gehen. Ihr hattet keine Schusswaffen, oder? Nee, wir haben, ich habe nur ein Messer. Ja, ich habe auch nur dieses das Knife von Butters. Lass uns mal hier durchgehen. Wie komme ich da rüber jetzt? Echt. Boah, Nervenkitzel, ey. Ich glaube, irgendwie bei mir ist irgendwo in der Nähe jemand. Hier sind alle Kisten gelootet. Ah, der Müllcontainer, der birgt was in sich. Ja, das kann Da schon sein. hinten, Ah, das. hier, ein Die Schwert. Server sind. Der nimmt's mit. Ja, gut. 20 Leute. Warte mal, wie wechsle ich das jetzt? Auf I und dann musst du das da reinziehen, wo du dein Messer gerade hältst. Ach so. Boah, wir müssen unbedingt Nahrung Ah, finden. jetzt habe ich ein Schwert. Ah, not enough keys. Ach, braucht man Keys? Keys, um alles zu unlocken? Ich glaube Keine ja. Ahnung, wie das funktioniert. Ich Ich glaube ja, also. Aber verstehe das die. auch nicht. Ich hatte eben nämlich keine Keys dabei und konnte trotzdem alles unlocken, Ja, also. gewisse Sachen sind versperren, gewisse nicht. Will Oh. habe ich schon ausgefunden. Ich bin hier gerade in der Tankstelle und hier liegt überall Essen und so. Also das ist. Na Ich ja, kann euch geil. ruhig was Einsammeln. mit. Ich kann Unbedingt euch mitnehmen. gleich ruhig was mitbringen. Bromax Chewing Man hier Gun. Was rein ist denn? kann? Was ist eine Chewing Gun? Kaugummi? Chew Jugendamt, Kaugummi. Chewing Gun. Ach oh, cool. Ja, Essen. Wahrscheinlich für Amina und Co. Ich Ja, ich weiß nicht, Amina. also ich persönlich esse ja die Kaugummis ja eigentlich nicht auf. Naja, wenn man jetzt mit Logik kommt und wo soll das hinführen? Ja. Irgendwo schreit einer. Ah, okay, jetzt bin ich langsam raus aus dem Sumpfgebiet. Alter Schwede, aber es sind keine Monster. Keine Monster. Mist, ich entferne mich immer weiter von euch. Ihr seid. Oh, da ganz unten. Mensch. Das ist nicht gut. Ich weiß, kann man da rein? Hinter die Mauer? Ne, anscheinend nicht. Aber da vorne ist ein Laden, da können wir mal reingehen. Boah, scheiße, was ist Oh, hinter uns? Oh? ah, Tankstellen jetzt. und so weiter, die blinken. Da gibt es einmal was zu Ach holen. so, ja, Tankstellen habe ich ja gerade schon gesagt, da ist haufenweise Essen drin, also bei mir gerade. Ja, und auch alles Mögliche zum Heilen und dergleichen. Ja. Da ist eine Mülltonne, die. Ja, da gehe ich mal kurz hin.
Also immer besuchen. Aber nur die Sachen, die blinken, ne? Ja. Ja, genau. Aber zum Glück sind wir in dem Kackspiel eh schon sehr, sehr weit. Dollar. Nicht alles, was glänzt, ist auch aus Gold. Genau. Manches ist das Kaugummi und diversen Chips. Also hier ist nichts drin in dem Gebäude. Wo bist du jetzt, Vince? Ach hier, okay. Okay, ich komme euch schon mal auf jeden Fall näher. Das ist gut. Okay, ich komme jetzt auch wieder mal in Richtung Zivilisation. Ich verlasse das Sumpfgebiet jetzt gerade. Lebendig, will ich sagen. Das ist nix. Was mich wundert. Ah, hier sind richtig viele Militärtrucks. Das ist gute Hoffnung hier. Wo sind wir denn jetzt? Ah, nee, hier ist ja nichts. Ah, hier ist schon wieder alles gelootet. Also irgendwer läuft hier den gleichen Weg wie ich. Ja, das Problem haben wir hier gerade auch. Einfach nur Vorsicht, immer wieder mal umdrehen und ja, den Rücken entdecken. Mach ich gerade schon völlig paranoid. Ja, das Spiel ist auch etwas. Also die Stimmung ist schon sehr düster. Da vorne ein Auto? Ja. Also ich dachte ja früher immer, dass das Spiel mit den Zombies, Monstern, was wirklich am deprimierendsten ist, ist wirklich DayZ. Aber okay. Das ist schon einiges. Und was noch? Was war da noch? Ja, warte, muss ich gucken. Kann alles aufheben. Bergfall oder so, warte. Ich hab einmal einen Schalldämpfer, einen Vierfach-Scope und das Katana war das. Ach, die Scopes kannst du für viel Geld verkaufen. Okay, ja. Mich hat irgendein Viech getriggert. Irgendein Fliegeviech. Gehen wir weiter. Aber der Rauch sieht ein bisschen doof aus, oder? Ja. Das Krasse ist, umso näher du kommst, da bewegt sich der Rauch, ansonsten steht der still. Echt, ja? Aber mit der Sonneneinstrahlung liegt hier gerade cool hier in den. Ja, das stimmt. Aus. Ich habe gerade irgend so ein Viech getötet, das kam auf einmal auf mich zugesprungen. Ja, wo ist eins? Da, hier. Ach, okay, ja. Da ist es. Ich hab grad Munition in einem Süßigkeitenautomaten gefunden. Auch nicht schlecht. Nimm die Knochen mit, Vincent, die kannst du eintauschen. Ja, warte mal, hier ist noch einer. Ich hab ja schon ein paar mitgenommen. Okay. Ich hab ziemliche Kappes dabei. Oh, ich hab Angst. Du hast ziemlich viele Kappes dabei. Das ist ein Wort. Hör mal, du kommst nicht aus der Nähe von Köln, oder? Was? Ich hab Angst. Nee, der Hazard. Warte mal, lass uns mal hier bei den Zelten langlaufen, oder? Ja. So nähe Köln nicht, aber schon ein bisschen näher an Köln, ja. Weil ich wollte gerade sagen, das Kappes, das sagt man nämlich in Köln ziemlich oft. Da ist eine Menge Kappes dabei. Kappes. Was glaub, heißt Kappes ist auch was zum Essen, oder? Ich glaub schon. Keine Ahnung. Krass, dann gehe ich mal zum Krankenwagen, das ist auch meist so ein bisschen was drin. Weiß ich nicht, also sowas schnappt man auf und dann irgendwann benutzt man es. Vielleicht nicht so oft, aber man benutzt es. Was soll denn das heißen, Kappes? Eine Menge Krimskrams so ungefähr. Scheiße, oh, oder? Weg, 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 da ist ein Dicker, den kriegen wir nicht. Oh, oh, oh. Dann warte auf mich. Ich hab grad so ein Gordon Freeman Brecheisen gefunden. Bloß nicht rennen, einfach ja, nur weg davon. Boah, wir müssen was zu Baller jetzt finden, Oh Gott, ist das. Jetzt läuft meiner wie ein Höhlenmensch. Gott, ist das abartig. Der zieht jetzt immer den Arm nach vorne und wirbelt die Brechstange so im Kreis wie so eine Keule. Okay. Und nicht schlecht. Ey, Alex, ich war in Österreich gewesen. Ja, hast du schon gesagt, aber und wie was? Na, Fußball haben wir in Wales geguckt. Und? Wann liegt Bier? Da hinten seid ihr. Oh, erschreck mich doch nicht so. Ganz schön teuer, du. Ich ja, sehe da gerade was aufploppen, ich denke, boah. 3,20 so ein. Okay, pass auf, da hinten. Ja, na, 3,80 so 3,80, okay. Da hinten ist die Safe-Zone. Das ist teuer. Warte mal, Steuer, na klar. Guck, und vor allen Dingen, kurz an, sieht es bei mir genauso aus, wenn ich renne? Was ich überhaupt nicht verstanden habe? Nee. Oder ist das die gleiche Animation? Wir waren bei Eurospar drin, wollte mir schön Zigaretten kaufen. Ja,
Na, komisch. Nö, wir haben keine. Ja, das kommt vor. Nicht jeder Spar bei uns hat Hebel geschossen. Also egal wo du in Deutschland hingehst und du in Ratten kurven willst, du kriegst überall welche. Ich sag euch, in die Richtung ist nichts mehr, da komm ich her. Ja, das Problem ist, wenn wir in die Mitte gehen, da sind dicke cool, Viecher. So Kneipen, wenn du so eine Kneiperin gehst. Darfst du noch raus? Ja, finde ich cool. Genau. Ich würde ja sagen, wir machen was zu dritt platt, aber Österreich ist da ganz an letzter Stelle, was Rauchen anbelangt, in den Kneipen. Es sei denn, du willst ja retten, kriegst du keine. Was liegt hier? Ja, einen gewissen Lokal, sag ich mal, oder einen gewissen Spaß. Das bekommst du bei uns überall, Zigaretten an jedem Eck. So, jetzt können wir hier mal langsam versuchen, in die Mitte zu latschen. Da oben sehen. Rummel, glaubst du, da kann man drauf. Aber das war schön. Guck mal, jetzt so, genau vor die Leute, mir, die sind alle total letztlich drauf und total. Boah, ist angefallen, da. Ein ganz anderes Leben als in Deutschland, ne? Das könnte ja sein. Sieht ja irgendwie so aus, als ob man da hoch kann. Also, das, in so einem Haus waren wir, glaube ich, eben schon drin. Das sind diese mehrstöckigen da mit den. Ja, gehen wir mal dahin. Nach oben. Wenn wir da irgendwie hinkommen. Ja, also, hier ist ja keine Ahnung. Na, das passt doch, weil es dir bei uns gefallen hat. Bestätigt ja. Das immer wieder. Passt doch. Ja, da können obwohl ich das eigentlich kommen schon realistisch finde, also bei den Autos sind hier an den Seiten wirklich so. Auch wenn wir den Böse nur von euch haben, aber. Also. Ich weiß, aber ihr glaubt doch alles, was wir sagen. Ach, da oben ist so ein Viech, da rennt rum. Wisst ihr, wir sind gar nicht daran schuld. Nein, schuld. Wir sind daran schuld. Genau. Ja, kann man hoch. Aber da braucht es immer zwei dazu. Einer, der es verzielt und einer, der es glaubt. Ja, ich weiß. Aber hier kann man nicht rein. Ach, scheiße. Doch. Gott, was ist das denn hier? Schleppt mir den Schädel ein. So, nee, da ist noch Platz. Meter. Ein Raufweg sein. Hier kann man irgendwo lang. Ja. Ich glaube. Nee. Muss doch irgendwo ein Eingang sein. Ah, hier. Okay. Ah, okay, sehr gut. Ah, das ist das Gebäude, wo wir eben gewesen sind. Ja, meine ich ja. Das ist eins von diesen mehrstöckigen. Wo lagen die Loots eben? In diesen Ecken, ne? Hier. Ja, oh, überall an den Ecken. Ich habe eine Gruppe von mit 4, 5 Mann. Ey. Ich halte mich versteckt. Aber Vincent, du musst immer in diese Seiten hier gucken. Ah, hier ist gerade genug. Ja, na, ich gehe hier immer komplett ringsrum und gucke. Wenn irgendjemand von euch Essen braucht, dann sagt mir Bescheid, ich habe genug. Ja, noch habe ich die Hälfte. Dosenfutter, ich habe noch 2 Kaugummi. Wer ist das? Das ist die Flasche, war Essen? Yep. Und ich habe noch einen Bro Max. Keine Ahnung, was das ist. Das sieht aus wie ein Energy Drink oder sowas. Ja, das ist ein Schild. Das gilt auch für Ausdauer und Nahrung. Ich gehe noch eine höher. Dann speichere mir den mal auf. Also hier war auf jeden Fall jemand. Das hier ist irgendwie gar nichts drin, ne? Shit, ich komme nicht weg. Ich habe nur Schiss, dass wir jetzt einen über den Weg latschen. Moment, hier oben ist noch eine Munitionskiste. Hier war. Ja, Shotgun-Ammo. Gaugeschott. Ja, nimm mit, ich hab's ja leider nicht mehr. Hier oben ist noch ein Schlafsack. Ah, okay, Romert, wenn du eine bessere Waffe willst, eine Machete, hier, liegt da. Hinten. Boah, ist das ein Ausblick? Machete? Genau, hinter dir, da. Ja. Ja, warte, nee, ich hab ihn in Katana. Achso. Dann würde ich die Machete nehmen, weil ich hab hier bloß so ein Schwert, ja, der jetzt nicht was hier besser ist. Ja, dann nimm mit. Ja, schau mal, was der Schaden hat. Und 9mm Barrel, keine Ahnung, was das bringt. Also die brauchst du für die Pistole zum Craften. Nimm auf jeden Fall mit, kannst du eintauschen und verkaufen. Weil du es so nicht brauchen würdest. Ja, ohne Scheiße, geh mal hier auf die Rampe und guck dir mal die Aussicht an. Ist das Wahnsinn? Das sieht schon geil aus. Guck mal, da unten ist ein Spieler. 2 Spieler. Ja, ich hab grad gesehen. Links 2 Spieler. Rechts hat sich eben auch was bewegt. Kann man die echt gut wegholen. Was ist das? Nur, ach so, das ist die Safe Zone, was da hinten so jo, leuchtet. Genau. Wie so ein die kommen jetzt, die kommen jetzt hier ins Gebäude rein, wie es aussieht. Guck mal, die gehen da unten links. Ne, die gehen die Straße runter, alles klar. Ja, okay. Wir könnten jetzt zu dritt die Verfolgung aufnehmen, aber wir haben keine Waffen, ist die Sache. Ne? Das ist das Problem. Wir haben nur Schlagwaffen bis jetzt, also Schwerter. Brecheisen. Achso, ich hab noch ein Schwert. Willst du ein Schwert haben? Ein Schwert habe ich. Ja, also. Mal, wie schmeiß ich das weg? Rechte Maustaste drop. Ah, da, okay. Okay, dann droppe ich mal ganz kurz mein Dings hier, dann brauche ich das nicht mehr. Pickup East Sword, okay. Sieht hübsch aus.
Vielleicht ich da selber schon Blut nicht, was besser ist, also. Ich auch nicht, aber da ist schon Blut dran, also so ist es nicht. Okay, ich kann hier gerade.